Müssen wir da lang oder hier lang? Ich glaube, hier lang ist schon richtig, ne? So. Ja, einmal Kampf gegen so ein paar wunderschöne Dings, Raben. Das lohnt sich, das lohnt sich, das lohnt sich. So, da ist der Helikopter. Schauen wir mal. Barry! Sheriff Breaker! Sarah! Die Absturzstelle sah schlimm aus. Aber ich glaube, das Wrack war leer. Sarah und Barry finden. The Well-Lit Room. Ja nun, als ob das irgendwie vorausbestimmt war. Barry! Barry! Oh. Die haben anscheinend das Ganze irgendwie überlebt. Ich habe ein anderes Ende im Sinn. Ja, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Da hinten. Ich wusste, du schaffst es. Warum das? Das flammende Auge von Mordor. Ah, mach dich nur lustig. Mussten wir nicht irgendwo hin? Weaver trifft uns am Damm. Hier. Ach, der Weg ist sowieso richtig. Okay. Na dann. Ich möchte doch nochmal da reingucken. Hab da so ein Gefühl, dass wir eventuell was verpassen könnten sonst. Selbst wenn es jetzt nicht der Fall ist, ne? Lieber nachgeguckt. Anstatt, dass wir irgendwas vergessen hätten. Und im Nachhinein uns vielleicht ärgern. Selbst wenn wir es nicht rausfinden, ne? Aber wir wissen es ja nicht. So, irgendwas drin? Nö, ne? Nee. Auf den Startraum gelangen. Ja, da müssen wir hin. Wo sind die beiden jetzt eigentlich hin? Sind die weitergelaufen? Müssten eigentlich, ne? Ah, da sind sie ja. War jetzt ein wenig überrascht, wo die auf einmal hin waren. Wer ist denn er? Oder sitzt da überhaupt was? Oder müssen wir da hin? Das sah jetzt aus, als würde der wer sitzen. So, der ist weg. Na dann. Was ist das? Sind wir sicher? Das war... Wow, ich glaube, das war's. Naja, wird's wahrscheinlich nicht komplett gewesen sein, ne? Hey, Al, ich habe ein ganz mieses Gefühl. Wir müssen gut aufpassen. Oh, süßes, süßes Licht. Oh. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Wake, rufen Sie den Aufzug. Ich passe auf.
Ich glaube, hier bewegt sich was. Na dann, einmal den Aufzug bitte. Achtung, da kommen sie! Oh nein! Oh nein! So, mal gucken, ob wir alle drei irgendwie. Ja, können wir. Gut. Sie kommen! Wir müssen sie abwehren! Wie gesagt, die Leuchtpistole ist doch manchmal sehr gut. Kommt noch welche? Sieht bis jetzt nicht danach aus, aber der Aufzug braucht auch noch ein bisschen. Er ist gleich da, Wake. Halten Sie durch. Ja, da. War ja zwar. Na dann, benutzen wir ihn. Immerhin, das ging jetzt auch einfacher als gedacht. Wir sind fast da. Oben gibt es einen Eingang in den Staudamm. Wie sieht der Plan aus, Wake? Weaver ist verrückt. Doch sie hat was von Zane bekommen, um die Dinge wieder zu richten. Klasse! Könntest du bitte noch etwas ungenauer sein? Thomas Zane? Im Ernst? Könnte auch von Paul Bunyan oder Bigfoot sein. Ja, er war real. Schön vorsichtig, okay? Alles durchgeladen, jo. Mann, ich hasse das. So. Okay, Wake. Da drüben ist ein Knopf, der die Tür öffnet. Da ist was kaputt. Halten Sie den Knopf gedrückt, dann geht's. Okay. Halten Sie den Knopf gedrückt, der drückt trotzdem nur einmal drauf. So, und ich darf jetzt nicht mehr rein, ne? Hab ich recht? Es war klar. Auf diesem Weg kommen wir zum Staudamm. Was ist da draußen los? Geht vor und findet Weaver. Sie sollte beim Staudamm sein. Ich muss es da oben allein schaffen. Okay, Wake. Viel Glück. Verlieren Sie nicht Ihren Kopf. Oh, bitte, sei vorsichtig. Ich passe auf Barry auf, Wake. Passen Sie nur auf sich selbst auf. Ja. Hey. Das kann doch nicht wahr sein. Hier lang? Jupp. Wie gesagt, wurde schon anfingen mit drücken Sie den Knopf, damit sich das öffnet. Dachte ich mir, ja, wir kommen das safe nicht mehr durch, ne? So, Zanes Schuhkarton. Thomas Zane wusste, dass er alles vernichten musste, dass dieses Grauen ermöglicht hatte, auch sich selbst. Nur so konnte er das entfesselte Dunkel, das ihn durch die Augen seiner toten Liebe ansah, verbannen. Doch er wusste auch, dass es trotz seiner Mühen vielleicht zurückkehren konnte. Also schuf er noch, während er sich selbst und seine Arbeit in die Nicht-Existenz schrieb, eine Hintertür, eine Ausnahme der Regel. Alles von ihm, das in einem Schuhkarton war, sollte bleiben. Okay. Die Episode ist auch recht lang, ne? Stelle ich gerade fest auch. Wir haben ja schon am Anfang, wobei nee, die gehen ja immer so ein, zwei Stunden, ne? Jetzt nehmen wir gerade ungefähr eine Stunde 30 auf, also anderthalb Stunden. Also heißt das, es müsste noch eine halbe Stunde ungefähr gehen. Naja gut, schauen wir mal, ne?
graben, ey. The well-lit room. Einmal nach oben. Na dann. Auf geht's nach oben. Zahlenmäßig war ich unterlegen. Der Suchscheinwerfer konnte da helfen. Könnte, aber wir können es auch mal so versuchen, ne? Oh ja. Genug. Keinen Schritt weiter. Okay. Aua. Im Dunkeln fliehen. Komm. Nach da, ne? Ja. Oh je. Oh, leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch, ist das schwierig. Hier, dass man mit dem Gewackel und alles auch noch was sieht. Und dann die wenige Ausdauer. Kontrollpunkt wäre ich ehrlich gesagt ein bisschen dankbar. Aua, danke. Ja, okay. Das war knapp. Das war wirklich sehr knapp. Ui. Nun schon seit vielen Jahren um den Heldenraum. Es gibt keine Schatten dort. Die Stromversorgung ist ausfallsicher und alle Glühbirnen sind nummeriert und werden regelmäßig nach Marke und Modell ausgewechselt. Klar. Na da. Dann schauen wir mal. Sie müssen das hier gebaut haben. Ja, das stimmt. Jetzt gehört er mir. Den hellen Raum betreten. Ich öffne neu. Ach ja. Nehmen Sie den. Dann muss ich mich nicht mehr um den Raum kümmern, denn 6, 33 und 118 müssen bald ausgetauscht werden. Und ich will nicht die Leiter hochklettern, um sie auszutauschen, denn es ist schon spät und ich bin müde. Und wenn Sie den nehmen, muss ich das nicht mehr tun. Die Seite war autobiografisch, eine Kindheitserinnerung. Aber ich hatte sie nicht geschrieben. Thomas Zane hatte sie verfasst. Dabei sollten sie doch nicht mehr existieren. Alan, 7 Jahre alt, wehrte sich heftig gegen den Schlaf. Wenn er doch einschlief, wachte er schreiend auf, die Albträume noch frisch in Erinnerung.
Eines Abends saß seine Mutter an seinem Bett und gab ihm einen alten Lichtschalter, den sie Klicker nannte. Er sollte ein magisches Licht einschalten können, das Monster verjagte. Um dem Talisman mehr Kraft zu verleihen, erzählte sie, dass sie ihn von Alans Vater hätte. Alan hatte ihn nicht gekannt und alles von ihm wurde in seiner Fantasie mystisch. Den Klicker fest umklammert, schlief Alan endlich wie ein Baby. Jetzt, fast 30 Jahre später, dachte Alan daran, als er am Cauldron Lake stand, den Klicker in der Hand. Er atmete tief ein und sprang. Meine Gedanken wirbelten. Ich hatte Alice den Klicker gegeben und doch war er hier. Zane hatte ihn herbeigeschrieben in einer von mir verfassten Geschichte. Ich kann jetzt zu ihr. Ich kann es beenden. Das war dann die Episode wahrscheinlich, ne? Und dadurch, dass das jetzt hier quasi eine ziemlich aktuelle Aufnahme ist, muss ich jetzt hier schon eine Aufnahmepause machen. Weil sonst habe ich, ich muss jetzt schon eine Tagpause machen, weil es mir jetzt so, weil ich die letzten Tage unterwegs war. Dann ging es mir jetzt nicht so gut, dass ich jetzt nicht aufnehmen konnte. Deswegen muss ich jetzt hier eine Aufnahmepause schon einlegen, dass ich für das kommende Wochenende wenigstens ein paar Folgen habe. Und ja, deswegen gehe ich aber trotzdem nochmal auf Überspringen und wir schauen uns noch die Einleitung für das 6. und anscheinend auch letzte Kapitel an. Deswegen schauen wir mal, ne? Bisher bei Alan Wake. Ich schrieb eine Horrorgeschichte, die wahr wird. Thomas Zane tat dasselbe in den 70ern. Keinen Schritt weiter. Wenn ich dem Dunkel weiter gehorche, wird meine Geschichte Alice nicht retten. Es ist eine Horrorgeschichte. Niemand wird überleben. Sie kannten Zane! Thomas Zane! Sie sind die Lady des Lichts aus dem Song. Er ließ etwas zurück, was mir hilft. Den Klicker. Alan dachte daran, als er am Cauldron Lake stand, den Klicker in der Hand. Er atmete tief ein und sprang. Ich kann jetzt zu ihr. Ich kann es beenden. Folge 6. Abreise. New York, vor zwei Jahren. Ich hatte einen Kater. Mein Kopf war kurz vorm Explodieren und das Licht tat mir in den Augen weh. Ich brauchte meine Sonnenbrille und Schmerzmittel. In einem Moment der Selbsttäuschung schwur ich, mit dem Trinken aufzuhören. Ja, nichtsdestotrotz, Sonnenbrille, Schmerzmittel besorgen, das machen wir dann in der nächsten Aufnahme. Wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt, bedanke ich mich natürlich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal und wahrscheinlich auch das letzte Mal dann bei Alan Wake wieder einschaltet. Aber bis dahin, ciao!